Ach, Fresse. Ja, typischer 80er-Style hier mit hochgekrempelten Ärmeln. Ist jetzt nicht ganz so mein Ding, muss ich sagen. Da fand ich das Hawaii-Hemd schon, yay, sehr erfolgreich mit dem Motorrad umgegangen. Also ich glaube, wir werden weitestgehend auf das Fahren von Motorrädern verzichten. Was ich sagen wollte, ich glaube, das ist nicht ganz so mein Stil. Wollte ich das sagen? Ja, ich sag das jetzt jedenfalls. Aber wir müssen ja leider zu dieser Party in diesen Klamotten. Und jetzt schauen wir mal, was dort so abgehen wird auf dieser tollen Party von Colonel Cortez. Geiles Schiff auf jeden Fall schon mal. Hallo Schnecke! Na, wie sieht's aus mit uns beiden? Buenas noches. Servus. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. So sieht's aus. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Rossetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Davis! Caramia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Schlampe! You try living with him. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star. Noch größere Schlampe. Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blacked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now, I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Yeah, can I tell you? Do you know how they play ping pong? In silence. Let me tell you. It does not involve a battle. Ein herrlicher Akzent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. The throes of passion with the newborn invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party's a never a triumph. I can only apologize. Oh, then another amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Coke. Mercedes! Unser Mann, würde ich sagen. Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, na klar, Schnecke. Da gehen wir mit dir hin. Geht das nur mir so, oder sah Steve Scott aus wie Steven Spielberg? Er war doch auch Regisseur, oder? Also der Steve Scott meine ich jetzt, natürlich ist Steven Spielberg Regisseur. Komm, steig ein, Schnecke! Will you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. Schlampe! So difficult having a rich and powerful father. Ich weiß, ich fahr falsch rum, aber ich hab grad Bock, ein Stück durch die Gegend zu cruisen hier. Schaut euch mal die Fahrphysik an. Ja, großartig. Aber in keinem Spiel heutzutage hat man solche Autos, die so, sich so verhalten, als würden sie aus Pappe bestehen. Also, das ist faszinierend gewesen damals. Und es war eine große Umstellung, als dann Spiele kamen, wie zum Beispiel GTA 4, wo da ein wahnsinnig realistisches Verhalten der Autos war. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Hier ist übrigens der Pole Position Club. Sieht aus, ja, wie, keine Ahnung, was soll das sein? See you around, handsome. Geht klar, Schnecke. I'm sure you will. Ja, ist die Frage, was die da drin überhaupt machen, so richtig. Also Pole Position Club würde jetzt nahelegen, dass das ein Autoclub ist, aber ich glaube kaum, dass die gute Dame, ja, ich habe einen tollen Fahrstil, ich weiß, dass die gute Dame sehr an Autos interessiert ist. Ja, und Abendgarderobe bei Raffles in Ocean Beach erhältlich. Tut mir leid, ihr Leute, aber ich musste gerade lesen. Da kann ich nicht so auf Fußgänger achten. Oh, Baum.
Ihr seht schon, ich werde einen wahnsinnig tollen Fahrstil an den Tag legen, aber ja, ich gehe dann mal. Wow. Puff. Aber ich finde, das gehört sich so bei GTA. Also GTA ohne scheiß Fahrstil, das geht überhaupt nicht. Can you smell me? Wo? Was? Ach da, komm, ich helfe dir mal. Bleib stehen! Immer auf der Seite des Gesetzes. Ich bin der lange Arm des Gesetzes. Wenn ich Lust dazu habe. Oh. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte mir nur dieses wahnsinnig riesige Gefährt besorgen. Brems. Schnauze. So, ha, da geht der Bulle wieder weg. Dunkle Gassen. Ah, well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this Limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Dann auf zu Kent Paul. Also wenn der auch so schön redet wie der Typ von Love Fist, der ja auch Brite war, dem schon wieder, dem Klang nach, dann wird das eine sehr lustige Unterhaltung, würde ich sagen. Weg da, lass mich. Ja, das passt so. Mal die Mucke wechseln hier. Yeah! Keine Ahnung, was das für ein Lied ist. Okay, das klingt wie Love Fist. Und ah, ich nehme mal an, die Band wird es normalerweise nicht geben. Also wird das wohl eine Eigenkomposition von Rockstar sein. Und da sind wir auch schon beim Malibu Club. Und schauen uns mal in der Hütte um. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know what I am? Looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor, Andy. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. Get lost, honey. Oi. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Kiss another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Pum! Hey, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals at kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. That's right, go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Ach, dieser Akzent. Herrlich. Ich mag den britischen Akzent, ja. Ja, nach ein bisschen Prügelei. Also, was heißt Prügelei? Das war ja eigentlich... Jetzt ist das schon wieder so laut. Nach ein bisschen Prügelei, auch wenn man es kaum als Prügelei bezeichnen kann, hat er uns dann auch erzählt, dass da... So, ja, das ist besser. Dass wir zu einem Chefkoch gehen müssen. Und ja, wenn der so zufrieden aussieht, dann wollen wir dem doch mal einen Besuch abstatten. Oh, da kommt gerade Yankee Rose im Hintergrund. Von David Lee Roth. Das war eine geile Band. Ihr müsst euch die unbedingt mal ansehen. Und zwar zu Yankee Rose. Das Video müsst ihr mal bei YouTube raussuchen. Klasse. Also der Gitarrist ist großartig und die, eigentlich ist die ganze Band großartig mit ihrem Glamrock-Scheiß, also die gehen so dermaßen ab. Tierisch schwuchtelig, aber einfach nur klasse. Und davon ist auch schon der Koch und ich hätte jetzt gerade tierisch Bock, den einfach umzurotzen. Huah, stirb! Hey, what you looking at? Okay. You better start talking. Hey, make me, you prick. Mach ich. Warte.
Ich bin ja so gemein. Gib mal her. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. Halt die Klappe. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. Yeah, endlich Action! Okay. Wie jetzt zwei Sterne? Wollt ihr mich verarschen? Ja, lass mich. Ich bin erstmal hier. Ja. So. Das war also der Bruder von dem Gorilla, der beim Deal erschossen wurde. Also der Bruder, der die Flüge tätigt. One thing you gotta realize about this town, you gotta pack some heat. The local gun shop is a couple blocks away. Irgendwie knirscht das gerade so. Es kann auch sein, dass es bei mir in den Kopfhörern ist, aber vielleicht hat der Typ auch einfach eine ziemlich unangenehme Stimme. Also ich mag den Kerl sowieso nicht. Der drängt sich einem ja tierisch auf, aber gut. Müssen wir halt mit ihm zusammenarbeiten. Wo kommen die denn jetzt her? Haha. Leckt mich an meinem haarigen Hintern. Wuhu! Ja. Jetzt? Ja, du kannst Waffen auswählen, indem du linke oder rechte Taste drückst, bla. Und wenn du genug Geld hast, kannst du Waffen durchdrücken, der rechte Umschalt, linke Umschalttaste, bla. Um zu gehen, drücke Return oder links Alt. Es gibt 8 verschiedene Waffentypen. Ja, wunderbar. Du kannst von jedem Waffentyp nur eine bei dir tragen. Also ein Typ Pistole, ein Typ Schrotflinte und so weiter. Achso, ich muss jetzt nichts kaufen. Okay. Fahre zurück zum Hotel und verpisse dich, bevor das Auto zu explodieren anfängt. Aber wir gucken es uns erstmal an. Hahaha. Ja. Ich glaube, der Gute wird sich tierisch freuen, wenn er sein Auto dann wieder kriegt. Nachdem wir damit gefahren sind, denn das sieht ja herzallerliebst aus. Oh, habe ich da jemanden überfahren? Set a light. I set it a light. Pam! Oh. Ja, ein bisschen penetrant sind die Bullen ja schon, muss ich sagen. Aber wir haben es ja eh geschafft. Ja, viel Spaß mit deinem Auto, Arschloch. $200 für was auch immer. Wahrscheinlich hat der Koch die in der Tasche einstecken gehabt. Jetzt brauchen wir ein Auto. Ja, den vielleicht nicht gerade. Halt! Gib mal her den Hobel. Du bist eh viel zu klein dafür. Ach nee, sag bloß. 99 Luftballons, wie knuffig. Ja, die gute Nena, die kommt da jetzt auch wieder in die Schlagzeilen. Uch, verdammt. Demnächst als Jurorin bei The Voice of Germany. Mal gucken, wie das so wird. Ich bin da sehr gespannt, denn was man da so in der Werbung gesehen hat, das sah ja schon ziemlich vielversprechend aus. Also zu dem Zeitpunkt, wo die Aufnahme hier gemacht wird, ist das Ganze noch nicht gelaufen, sondern es ist einen Tag vor der Erstausstrahlung davon. Was quatsche ich eigentlich hier über irgendeine Castingshow? Ja, wer ruft denn jetzt an? Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Ach, Diaz. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's got away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Ja.